Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sim Airport. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe von euch die Kommentare natürlich gelesen, lese ich immer, wisst ihr ja. Und einer davon bezog sich auf das Pricing und derjenige, der hier geschrieben hat, man könnte doch ruhig bis auf das Zehnfache raufgehen, der hat gar nicht mal so Unrecht. Ich würde jetzt aber trotzdem mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde hier mal auf $1000 gehen für die Benutzung der Start- und Landebahn. Und wir nehmen hier einfach mal $50 Handling-Gebühren für die Passagiere, also die Terminal-Benutzungsgebühr. Wir speichern das mal. Dadurch dürfte sich bilanztechnisch ja wieder mal einiges verändern. Ich habe jetzt vorher nicht geguckt, das waren aber, glaube ich, irgendwas mit 30.000, 40.000, ja, vergessen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei 208.000 Bilanz, also total, also das, was übrig bleibt nach Abzug von Personalkosten. Das, wenn das so ist, ist gewaltig. Wir könnten noch etwas tun und dazu würde ich jetzt mal kurz die Pause aktivieren. Nämlich, der nächste Tag bricht gleich an, das heißt, wir sind gerade rechtzeitig. Und zwar gucken wir mal nach den Flügen. Wir haben ja durch den Tower jetzt die Möglichkeit, beide Gates voll zu belegen. Wir haben ja aber mit Sicherheit einige Flüge dabei, die nicht so, ja, gewinnbringend sind. So wie dieser hier zum Beispiel. Kleinen Moment mal bitte. Entschuldigung, ich habe ein extremes Kratzen im Hals, das tut mir total leid. Wird man wahrscheinlich noch ein, zwei Mal hören. Ja, wir haben hier einen Flieger, die Bombardier CRJ-900, die nur mit 75 Personen maximal belegt werden kann. Das ist natürlich, das bringt uns nicht viel. Hier auch dieser Aerostar-Flug, die Embraer 195. Da gehen nur 90 Leute rein. Das ist nicht gewinnbringend. Zumindest nicht so gewinnbringend, wie wir es gerne hätten. In Gate B1 ist alles in Ordnung, die Flüge sind relativ neu, da hatte ich drauf geachtet, aber bei den ersten Flügen, da hatten wir auch noch nicht so viel Auswahl. Da müssen wir nochmal ran und ich würde sagen, wir gucken mal bei den Airlines, was für Angebote da sind. Wir haben jetzt auch ziemlich viele Airlines in der Auswahl, bis auf Super Alliance will eigentlich jeder mit uns fliegen. Airport Interest Level. Hier steht 78%. Das bezieht sich, denke ich, auf die Airline. Und das hier wird wohl so ein Durchschnittswert sein. Hoffe ich doch mal zumindest. Wir können ja mal gucken hier bei der Aerostar. Die haben nämlich zwei Morgenflüge im Angebot. Mal schauen, ob da was Besseres ist. Wir haben hier die Bombardier CRJ-900, wie gesagt. Hier wäre es eine Boeing 737. Und 140 Leute nehmen wir. Das heißt, wir schmeißen den Flug jetzt raus. Rechtsklick, genau. Das kostet uns jetzt Geld. Wir müssen also dafür bezahlen, dass wir diesen Flug rausnehmen. Klar, das ist ja mehr oder weniger ein Vertrag, den man hier eingeht. Und dann schieben wir den da wieder dazwischen. Aerostar 8994. 8984 ist der nächste Flug. Und dann schauen wir direkt weiter. Einer war noch da. Genau hier, der Aerostar Flug 7008. Der ist ebenfalls Müll. Das ist ein Nachmittagsflug. Das heißt, ja, das hier ist Aerostar. Dann gucken wir mal bei einem anderen Anbieter, wie wäre es mit Unionstar. Die haben nur kleine Maschinen hier, außer den Airbus A320. Und der im Nachmittag ist aber leider nur eine Beechcraft. Mit maximal 19 Passagieren, das können wir vergessen. Das ist nicht so das, was wir suchen. Gucken wir bei Atlantic International. Für den Afternoon eine Boeing 707 mit 180 Passagieren. Ja, das klingt gut. Dann schmeißen wir diesen hier schon mal raus. Und wir nehmen diesen Flug an. Und der kommt genau hier hin. So, wir haben noch Platz, ein bisschen zu schieben. Das nutzen wir dann auch. So lassen wir es dann erstmal. Alternativ könnten wir natürlich jetzt versuchen, hier diese Flüge hier alle mal gleich zu schalten. Das würde aber, glaube ich, unsere Security überfordern. Von daher lassen wir es erstmal
bei dem Zeitversatz. Und dann lassen wir jetzt mal den Tag umgehen. Nehmen die Pause raus. Dann sind wir am nächsten Tag. Tag Nummer 12. Ja, und dann lassen wir die Zeit einfach schnell vorlaufen und gucken mal, was passiert. So, auf jeden Fall wird gerade der Müll abgeholt. Finanzen, naja, 12.000. Was könnte besser sein? Oh, wir haben... Schaut mal. Hier wird gerade der Müll weggefahren. Und hier warten die Passagiere. Das ist ein Passenger-Bus. Das heißt, die kommen gerade gar nicht zum Gate. Die kommen gar nicht zum Eingang. Die müssen... Sieh mal, und jetzt, ne? Und jetzt kommen die erst an. Die hätten schon viel früher da sein können. Das heißt, wir haben hier ein Problem mit dem Müll. Den sollten wir nicht hier hinbringen. Das ändern wir sofort. Wir machen eine neue Garbage. Wir löschen diese Garbage, diese Müllzone. Und werden die unten neu eröffnen. Und zwar hier unten unter Pickups. So. Da soll jetzt der Müll hin. Müssen unsere Leute vielleicht ein bisschen weiter laufen, um den Müll wegzubringen. Aber das finde ich schon wichtig, dass die hier oben nicht blockiert werden. So, und jetzt werden die Beutel hier getragen von unseren normalen Arbeitern und nach unten geschlürt. Sehr schön. Gut, später, wenn wir dann Straßen bauen können, und das wäre dann übrigens auch der nächste Punkt, wir müssten hier eventuell mal noch ein CEO einsetzen, damit wir weitere Forschung betreiben können. Zeige ich hier mal ganz kurz. Wir haben ja bei den Finanzen bisher das Pricing und die Bankdarlehen erforscht. Wir können hier noch weiter forschen. Aber es gibt noch die Operations. Dafür brauchen wir einen COO, einen Chief Operations Officer. Und der ermöglicht uns dann hier Forschung in diesen Bereichen. Dann können wir nämlich erstmal das Gelände vom Flughafen vergrößern. Wir können Standby-Gates bauen. Wir können auch Straßen bauen. Und Straßen heißt, dass wir hier zum Beispiel eine Abzweigung bauen können. Das heißt, dass man hier so eine Schleife reinbaut und den Müll zum Beispiel hier macht und der Passagierverkehr trotzdem weiter durchfahren kann. Das wäre... Oh, ist das voll hier? Jetzt gucke ich gerade mal. Hier steht eine Maschine, die Boeing 767. Da sollen 206 Leute an Bord gehen. Das Boarding findet jetzt statt. Und jetzt schaut mal bitte auf die Zahl Baggage Unload. Das ist jetzt fertig. Und Baggage Load. 62 Gepäckstücke müssen an Bord gebracht werden. Ich bin der Meinung, dass wir noch kein Gepäckfördersystem brauchen, denn das Baggage Load wird fertig sein, bevor die Passagiere an Bord sind. Am Ende wird diese Maschine nur noch auf Personen warten und nicht auf Gepäck. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen. Ruhig noch ein bisschen schneller und dann lassen wir das mal hier offen eben. So, und das Baggage Loading ist jetzt fertig, seht ihr das? Und bei den Passagieren haben wir noch gut die Hälfte vor uns. Also der Hinweis bezüglich Gepäcklinien oder Gepäck, Gepäcksysteme, das ist noch nicht nötig. Das brauchen wir hier noch nicht. So, der Flieger geht raus. Und dieser Flieger boardet gerade. Das heißt, die Passagiere besteigen jetzt. Ist es hier so, dass noch aufs Gepäck gewartet wird. Aber das ist eine kleine Maschine, die 84 Leute sind natürlich schnell drin. Das Gepäck fährt hier gerade her. Und das ist ganz schnell gemacht. Zack. Und, ja, da kommt noch einer. Nanu. Wir haben aber auch noch 35 Minuten Zeit. Ne? So, jetzt ist das Gepäck drin. Und die Maschine fährt aufs Rollfeld. So. Also nochmal, Gepäck momentan noch nicht nötig. Wir werden ein Gepäcksystem bauen, auf jeden Fall, aber noch nicht in dieser Ausbaustufe. Und dadurch, dass wir die Preise erhöht haben, ich bin gerade erstaunt, wir kriegen ja richtig viel Geld tatsächlich. 54.000 haben wir schon, wir waren ja runter auf 10.000 gerade, also haben wir schon mal 40.000 eingenommen. Die Änderung an den Preisen hat auf jeden Fall Positives gebracht. Also vielen Dank mal für den Hinweis, dass man da ruhig ein bisschen mehr zuschlagen kann. Ich hatte da Angst, dass dann die
die ganzen Fluglinien möglicherweise aussteigen und sagen, nö, mit euch wollen wir nicht fliegen. Aber das hat hier eigentlich sehr gut geklappt. Oh, schaut mal hier. Da kommt gerade der Starflight 1075 rein. 10.900 Gebühren nur für die Terminal-Benutzung für die Passagiere. Wow. Also, das bringt richtig Geld. Das heißt, wir können auch mal mit den Böden jetzt ein bisschen rumasen. Was ich hier gebaut habe, nee. Ich hatte sowas Ähnliches gesehen in einem anderen Flughafen und fand es da ganz hübsch, aber wenn ich mir das hier jetzt mal ehrlich angucke, dann ist das nix. Das ist nix. Wir müssen also was anderes bauen, obwohl vielleicht später mal in einer anderen Form irgendwie, aber im Moment ist das irgendwie nix. Gehen wir mal auf die Böden und gucken mal, was wir haben. Also ich würde sagen, hier im Ticketing-Bereich können wir auf jeden Fall, oder wartet mal, wir machen mal zuerst die Security. Und die Security, da könnte man durchaus einen dunklen Teppich legen. Das finde ich, das passt irgendwie dazu. Obwohl, Steinböden sind natürlich schöner. So dunkle, schwarze Steine für die Security. 6.000 ausgegeben. So schnell ist das Geld weg. Ich lege das mal hier rein. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Sehr angemessen für Security. Ich finde das gut. Dann machen wir das hier auch noch. Und den Ticketing-Bereich, den machen wir ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Da würde ich sagen, könnte man durchaus... Tja, was könnte man da machen? Der sieht eigentlich nicht schlecht aus, dieses Grau. Oder das hier. 7.000. Wir riskieren das mal. Wenn das Müll ist... Ich sehe gerade, wir haben schon wieder 90.000. Dann ist das schnell ausgetauscht. Obwohl, jetzt mache ich nochmal die Zone auch mit an. Das sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, das lassen wir so. 89.000. Ach du Alarm. Ich würde sagen, wir zahlen mal auf jeden Fall den Kredit ein bisschen zurück. 50.000 schon mal tilgen. Dadurch sinken ja auch wieder unsere täglichen Ausgaben. Nicht, dass die jetzt momentan noch ein Problem sind. Ja, das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. Das lassen wir so. Das hat so was von Marmorplattierung mit diesen Anthrazitstreifen. Das gefällt mir gut. Okay. Und schaut mal bitte hier in der Toilette, was hier los ist. Wir müssen, glaube ich, dringendst mehr Hausmeister einstellen. Ich nehme mal noch 4 Stück dazu. Ich glaube, das können wir uns leisten. Hier liegt überall Dreck rum. Die Leute schmeißen das einfach auf die Böden. Da kennen die nichts. So, stopp mal. Wo ist denn jetzt das Geld hin? Ach, klar. Ich habe ja gerade den Bankkredit zurückgezahlt. Ich dachte schon, wir hatten noch gerade 90.000. Wo ist das hin? Jetzt müssen wir mal gucken, ob das reicht hier, ob jetzt sauber gemacht wird. Ja, die Toiletten sehen gerade schon wieder gut aus. Hier ist der Müll auch weg. Ich denke, dann lassen wir das erstmal bei den, bei dieser Anzahl an Hausmeistern. Das müsste reichen. Okay. So, was haben wir da? Da gehen 68 Passagiere rein. Ja, eine Boeing 737, wo 68 Passagiere reingehen. Das ist nix, ne? So, hier haben wir 12.000 bekommen von diesem Flug. Wahnsinn. Das ist sehr schön. So, dieser Bereich, das ist für mich so der, später soll das so der Café, der gemütliche Bereich sein, wo man sich hinsetzt, ausruht. Ich finde, da ist ein Holzboden ganz angemessen. Und ich guck mal gerade, wir haben hier ganz viele verschiedene. Ich finde diesen dunklen Holzboden eigentlich sehr schön. Und den würde ich jetzt mal hier und auch hier hochlegen. Und einfach mal schauen, wie das wirkt. Edel. Das sieht sehr edel aus, oder? Das ist definitiv hübsch. Das lassen wir auf jeden Fall so. So, und hier bei dem Baggage, also bei der Gepäckrückgabe, da werden wir jetzt auch noch Änderungen vornehmen.
Da legen wir auch einen Teppich rein. Und ich werde diesen hier mal ausprobieren. Mich ärgert ein bisschen, dass ich hier unter die Tür diese Kacheln gelegt habe. Das kann ich nämlich scheinbar auch nicht rückgängig machen. Ich würde hier unter die Tür einfach mal das Zeug legen. Auch hier oben. Und mal gucken, ob das einigermaßen aussieht. Unter diese Eingangs-Ausgangstüren. Weil mich stört da... Mich stört das halt so. Das sieht nicht gut aus. Schauen wir mal. Sieht aus wie Tetris. Aber das mit der Tür ist in Ordnung. Also das ist in Ordnung für mich. Das würde ich so lassen. Aber das hier... Nee, nicht wirklich, oder? Also... grüner Teppich. Probieren wir einen grünen Teppich. Und hier am Gate, da mache ich noch mal gar nichts, denn wo wir jetzt wieder ein bisschen Geld haben... Hoppla, das Pricing wollte ich gar nicht. Ich wollte erst jetzt den Kredit zurückzahlen. Und dann hier... Ja, obwohl, das ist jetzt zu teuer. Wir müssen noch, ich glaube mal, bis zum nächsten Tag warten. Dann haben wir auf jeden Fall genug Geld und dann können wir dieses Ding hier mal ordentlich nach unten aufbohren. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir hier weitere Gates dran knallen. Das Vorgebäude hier, das wird sich sowieso noch ändern. Das ist jetzt also noch nicht fix so. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall schon mal schöne Böden reinlegen, weil ich finde, das trägt doch auch erheblich zur Atmosphäre bei. Wir gucken da die ganze Zeit drauf. Und ja, jetzt kann man die Zonen auch mal ausmachen, finde ich. Obwohl, man kann sie auch anlassen. Es sieht beides gut aus jetzt. Ich lasse es mal, an. Auf jeden Fall. Die Böden scheinen ja noch so durch und ich finde, das ist jetzt einfach gut. Das ist gut geworden. So. Jetzt haben wir Geld. Jetzt stellen wir ein COO ein. Beziehungsweise jetzt gehen wir in die Forschung und erforschen erstmal die Operations. Das kostet eh nur 6.000. Und... nee, das mache ich hier noch nicht. Also wir könnten mit diesem... mit dieser Forschung Bankloans 2 könnten wir bis zu 500.000 Dollar aufnehmen. Statt bisher nur 100.000. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr brauchen. Beziehungsweise kann es natürlich sein, dass wir mal riesenartige Umbauten plötzlich machen wollen. Wo es dann doch nötig ist. Aber ich glaube, im Moment ist das in Ordnung. So, die Security-Zone, die würde ich jetzt auch entsprechend der Kacheln hier noch erweitern. Denn das gehört ja definitiv auch noch mit dazu. Und das Baggage Claim, das lassen wir aber hier drin. Das soll definitiv erst hinter dem Ausgang sein. Und da kommen schon die nächsten Flieger. Die nächsten Passagiere für den nächsten Flieger, so rum. Ja, und wenn jetzt nochmal ein paar Leute dazukommen, dann sieht man schon, dass sich bei der Security die Schlange auch sehr weit aufstauen kann. Aber nichtsdestotrotz, es wird alles noch rechtzeitig abgearbeitet. Es ist noch nicht mal ein Flieger da. Jetzt landet gerade einer. Da kommt einer rein. Eine Boeing 767. Das ist unser Morgenflug mit 250 Leuten maximal. Da hatten wir bisher auch immer 200 Leute circa. Und das Boarding fängt erst in 20 Minuten an. Aber es sind schon alle auch drin. Keiner ist mehr in der Warteschlange. Das heißt, da passiert nichts, da brennt nichts an. Und jetzt achten wir trotzdem aber auch nochmal, ob wir Probleme mit dem Gepäck haben oder nicht. Ich denke, dass eher das... Oh, es sind 156 Leute diesmal. Dann könnte es ja sein, dass die Leute tatsächlich früher sitzen als das Gepäck. Nein, das Gepäck ist drin. Es sind tatsächlich die Leute, die hier so lange brauchen. Aber wir kommen rechtzeitig rein. 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute voll und genau pünktlich fliegt das Ding wieder ab. Sehr schön. So soll es doch sein. So soll es doch sein. Und dann habe ich mir den Standardflughafen nochmal angeguckt. Also der, mit dem man das Spiel ja eigentlich anfängt. Wir sind ja hier von Scratch, also quasi von Null auf angefangen. Der Standardflughafen hat Toiletten für den inneren, also für den gesicherten und für den äußeren Bereich. Also man kann quasi hier vorne vom Ticketing auch nochmal auf Toiletten gehen. Das finde ich unnötig. Eventuell, wenn der Flughafen mal größer wird, dass man dann Toiletten vor dem Sicherheitsbereich aufstellt, einverstanden.
Aber im Moment finde ich, die gehen jetzt zum Ticketing, kommen hier durch die Security und können dann aufs Klo gehen. Also das ist für meine Verhältnisse im Moment noch okay. So, Baggage Claim mit grünem Teppich. Jetzt, wo ich da ein paar Minuten drauf geguckt habe, finde ich auch nicht schön. Dann probieren wir nochmal was anderes. Nehmen wir einfach mal so einen Steinboden hier. Ich weiß es ja auch nicht. So, wir haben schon wieder annähernd 90.000. Das heißt, wir gucken mal... Ja, das sieht besser aus. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Das lassen wir mal so. So, aber jetzt mit über 100.000 Peseten auf der hohen Kante würde ich gerne mal versuchen zu gucken, wie teuer ist das hier. Also Foundation kostet wahnsinnig viel Geld. Wir bräuchten 240.000. Darauf müssen wir also warten. So, Moment, jetzt aber vorsichtig. Wenn man den Flughafen erweitern will, muss man aufpassen, denn es gibt natürlich einmal die kleinen Kacheln hier, diese hier. Und es gibt die wichtigeren eigentlich, die großen Kacheln. Für Straßen, für Taxiways, für Runways, aber auch für Gates. Denn die Gates orientieren sich auch an dem großen Raster. So. Und ich kann Gate nicht einfach, ich kann das hier jetzt so breit bauen, wie ich will. Gate kann ich nur hier wieder anklatschen. Das heißt, ich muss es so groß bauen. Mhm, wisst ihr, was ich meine? Ich kann Gate hier bauen, aber das ist dann zu schmal, dann der Flur. Hier wäre es okay. Was aber bedeuten würde, dass das extrem groß wird. Das ist viel größer, als ich dachte. Das geht ja weit über das Gebäude hinaus bisher. Obwohl es schließt genau, das können wir uns merken hier, es schließt genau an das Baggage Claim Gebäude oder an den Ausgang. Das heißt, ich würde mal hier mit der Planung schon mal eine Linie ziehen. Nehmen wir ruhig mal... Ach hier, wir können die Taxiway als Planung auch benutzen. Das ist natürlich schön. Also, dann machen wir das einfach mal. Wieso habe ich die jetzt gemalt? Die wollte ich eigentlich gar nicht malen. So, hier. Hier kommen neue Gates hin. Also in meiner Fantasie jetzt erstmal. Das sind zwei Gates. Und hier müssten wir dann halt noch Gebäude bauen. Das ganze Ding hier muss Foundation werden. Und das kostet dann deutlich mehr als 200.000. Wir können nochmal kurz schauen, wie viel mehr. Also das hier war 240.000. Und das sind 360.000. Also, bis dahin müssen wir sparen. Und ich würde sagen, ich lasse das mal laufen, bis wir annähernd so viel haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit genügend Geld, dass wir dann hier ausbauen können. Dann gibt es nämlich eine große Erweiterung. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.